meine Lieben, guten Morgen, herzlich willkommen. Ja, heute geht's wieder zur Bank wegen der Telefonnummer. App wechseln, weil gestern ist das System abgefallen. Das wollte ich euch noch sehen, und zwar hier, man sieht die Scheiben. Ich weiß nicht, ich denke, man sieht es total, jetzt hat geregnet wieder. Aber es ist so dreckig, Sahara-Staub oder keine Ahnung, was das ist. Also richtig, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich kann es vielleicht von außen aufnehmen, aber richtig, richtig verschmutzt. Total der Staub hier. Also Sahara-Staub, denke ich mal. Komplett eingesülzt. Ja, da sieht man nichts mehr. Ja, es ist halt so hier. Wenn der Wind drüber weht, dann werden die Autos immer so ausschauen. Aber ich habe es jetzt immer draußen gehabt und nicht in der Tiefgarage. Ja. Jo, und heute ist angesagt ein Abonnententreffen mit der Jessica. Und ja, wir schauen dann, was der Tag so bringt. Und ich melde mich wieder. Bye, bis dann. Mein Bananentransport, ich bin jetzt in Kestel und Auto getankt. Jetzt fahre ich da nochmal zurück. Ich habe die Tankstelle verpasst, aber das passt. Wir fahren jetzt mal auf der vierten Reihe und wir kriegen das rein. So, meine Lieben, wieder mit Maske. Es hat wieder geregnet. Schaut so aus. Ja, aber angenehme 19 Grad. Passt. Ist nicht so schlimm. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass es geregnet hat. Normalerweise stürmt es richtig und dann kommt schon mal runter. Ich bin jetzt wieder hier noch bei der Siratbank. Also wie gesagt, ich bin hier bei der Siratbank und dann fahre ich nach Alanya und dann schauen wir mal. Man sieht, sieht zu, vielleicht kommt noch ein Regen runter, aber es ist immer noch, ja, 20 Grad, wie man sieht. Ups. 20 Grad, aber auch nicht kalt. Nur ziemlich so neblig und man meint, es regnet gleich. Super. Naja, was soll man machen? Ist halt so. So, meine Lieben. Alanya. Hier seht ihr mal das Grab, das uralte von Alanya. Ich weiß nicht, wie alt es ist, aber sieht ziemlich alt aus. Also ich bin gegenüber vom Gardenia Hotel. Da war ich vor 2 Jahren untergebracht, circa. Und hier gibt es jede Menge Katzen. Auch eine Katzenpension, Katzenhäuschen. Hier. Wie man sieht, tut man auch viel für die Katzen. Also man soll die Katzen grundsätzlich von gewürzter Nahrung für Katzen abraten. Weil die Katzen sterben daran und viele wissen das nicht. Weil die alles verfüttern. Die Katzen vertragen nicht alles. Und hier ist der Kleopatra-Strand, nehme ich auch kurz auf. Ach, hier ist Wasser eingefüllt. Ja, die Saison beginnt, man merkt's. Hier der Friedhof. Nochmal. Da kann man da noch mal aufnehmen. Ein muslimischer Friedhof, so schaut es aus.
Plätzchen. Katz, Katz. Mutz, Mutz. Mutzi, Mutzi. So, hier sind wir am Kleopatra-Strand. Man merkt, wie warm es ist. Kahle. Ja, aber der Wind geht heute nicht. Wenigstens passt das. Ja, die Saison wird bald beginnen, man merkt es auch. Alles schon hergerichtet. Hier. So, noch ein paar Videos machen, ein paar Fotos drehen, schießen und dann passt. So, hier kann man noch Tennis spielen, Sport treiben, alles Mögliche, was es gibt. Der Frühling riecht. Jetzt, wo es am schönsten ist, so wie hier, die Blümchen. Wahnsinn, oder? Oh Mann. Menschenleer. Nichts los. Aktuell. Ja, aber ist ja auch früh. 10 Uhr früh. Das Riviera Zen müsste aber vor kurzem erst gebaut worden sein. Sieht ziemlich neu aus. Nicht schlecht.